Ich habe unheimlich viel Blödsinn gemacht. Aber in dem Moment, wo ich es gemacht habe, da war es richtig. Da war es richtig. Die Straße hieß Sophienstraße und diese Ecke, die Kneipe hieß Sophienburg. Und da trafen sich in den 20er Jahren die Zuhälter. Und was die Frauen brachten, das mussten sie bei ihrem Zuhälter abliefern. Und der hat das in diese Boxen gesteckt. Der überwacht uns immer noch. Ja, ja, ja. Aber hinter Glas habe ich ihn erst gesetzt später. Als er angefangen hat, den zu demolieren, habe ich ihn dann unter Glas gesetzt. Schussfest. Oh, ich bin einmal mitgefahren, bin da ins Fenster rausgesprungen, aus dem dritten Stock. Aus Versehen. Ich habe das für Parterre. St. Pauli auch wieder Klatsche gekriegt. 3-0. Was? 3-0? Ja. Nee. Wie peinlich ist das denn?